Hallo Leute und willkommen hier bei Mir Verkehrt. Ja, Mr. Lewis und ich begrüßen euch quasi zur Außenwette, denn wir sitzen auf dem Balkon und wir testen heute was genau hierhin gehört, und zwar einen Smart Plug, einen smarten Stecker, der extra für Outdoor geeignet ist und den wir dann auch später mit Alexa und Siri steuern können soll. Und das probieren wir heute mal aus. Er kommt von der Firma Maxkio, kein unbekannter Name hier im Kanal, hat ein IP-Rating von 44, heißt, er ist gegen Spritzwasser geschützt, er sollte aber nicht dauerhaft nass sein. Und hier oben steht schon App-Control, Wi-Fi-Connection, Voice-Control und Timer kann man einstellen. Ansonsten gibt die Packung nicht wirklich viel her, deswegen nehmen wir das Teil einfach mal direkt raus, bevor es hier richtig schlecht wird mit dem Wetter. Haben wir einmal die Anleitung. Dann finden wir hier den eigentlichen Smart Plug. Und ihr seht, da sind zwei ganz reguläre Steckdosen dran. Und dann hier einmal das Teil, das selbst in die Steckdose reinkommt. Und ein kleiner Klebehinweis. Und da steht, dass wir das Teil in WLAN-Reichweite benutzen sollen und dass wir es nicht unter Starkregen verwenden sollen oder sogar ins Wasser tunken. Ja, und dass er nur 2,4, da steht, Gigahertz WLAN unterstützt und kein 5 Gigahertz WLAN. Naja, das ist ja immer so in der Regel. Dann haben wir hier einen Knopf dran, hier noch eine LED-Leuchte. Ja, und das war es im Prinzip schon. Und ich habe hier noch irgendwas drin. Ah, das sind nochmal hier die Gummistöpsel, die kann man bei Nichtverwendung dann hier einmal drauf tun, dass da auch garantiert kein Schmutz und kein Regen in die Stecker reinkommt. So, ordentlich reindrücken und dann wäre das Teil auch verschlossen. Ja, und das war's. Mehr finden wir in der Packung nicht. Und natürlich brauchen wir auch eine App, um das Ganze dann zu steuern und zu bedienen. Die finden wir hier in der Anleitung. Da ist der QR-Code, den scanne ich eben mal flott ab. Und wir sehen, wir brauchen die Smart Life App. Tja, die kennen wir schon. Und deswegen kann ich mir den Download schenken. Ich muss nur mal schauen, wo ich die App hier versteckt habe. Aber es gibt ja einen schönen App-Drawer quasi hier in iOS 14. Gehen wir mal runter zu S wie Smart Life. Und da finden wir die App. Im ersten Schritt heißt dann natürlich nochmal neues Konto erstellen oder in vorhandenes Konto einloggen. Tja, und da ich heute mein Passwort einfach mal vergessen habe, sag ich mal hier unten mit Apple anmelden. Kann man auch mal machen. So, und nachdem wir alle möglichen Dingen zugestimmt haben, können wir jetzt mit der Einrichtung fortfahren. Aber dafür müsste ich ja doch erstmal das Ding hier in den Stromstecker stecken. Und wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, sieht man auch, dass ich hier manuell ein- und ausschalten kann. Aber das soll ja später alles über die App bzw. über unsere Sprachassistenten erfolgen. Also legen wir mal los hier, Gerät hinzufügen. Tja, und ich bin hier schon am Durchschauen. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal hier mit der Steckdose Wi-Fi, ob das Ganze funktioniert. Wählen Sie ein 2,4 GHz WLAN-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein. Okay. Dann kommt die Frage, wie blinkt denn dein Gerät? Blinkt es schnell, blinkt es langsam oder gar nicht? Und wenn ich mich mal rumdrehe, sage ich, ja, da blinkt überhaupt gar nichts. Also setzen Sie Ihr Gerät zurück, dann muss ich erstmal Schalter für 10 Sekunden halten. Okay, einfach den Anweisungen folgen. So, jetzt ist das Teil schnell am Blinken und wir können weitermachen. Und ja, er will jetzt ja automatisch Geräte finden, sage ich okay. Und dann such die App mal. Hui, prima, hat auf Anhieb funktioniert. Da steht schon Smart Outdoor Plug. Das Gerät, ja, erfolgreich hinzugefügt. 1A, fertigstellen, das war ja einfach. So, schauen wir mal, ob wir das auch direkt steuern können. Wir haben Switch 1 und Switch Nummer 2, denn wir haben ja zwei Steckdosen da dran. Und die können wir dann separat steuern und können alle einschalten und alle ausschalten. So, jetzt muss ich aber erstmal da was einstecken, damit wir das überhaupt mal ausprobieren können. So, die Anti-Mücken-Killer-Lampe ist eingesteckt. Ich hoffe, das geht hier von den Lichtbedingungen. Und ich schalte einfach mal hier alles an. Tja, und da geht hinten das Lämpchen an. Sehr schön, alles aus. Lämpchen geht wieder aus. Jetzt weiß ich hier nicht, ob das jetzt Switch 1 war. Ja, es war Switch 1. Also wenn ich hier nochmal einschalte, geht es an und aus. Also die App-Steuerung, die funktioniert auf jeden Fall schon mal einwandfrei. Dann hat man hier noch die Möglichkeit, einen Timer einzustellen. Was haben wir denn da? Einen Countdown-Timer hätten wir einmal hier. Mal schauen, was wir noch machen können. Wir können dann auch einschalten, wann das automatisch angeht und wann dort automatisch wieder ausgeschaltet wird. Und noch die einzelnen Wochentage, die kann man dazu wählen. So Standardsachen, die erwartet man auch von so einem Gerät. Ja, also sehr schön. Das hat gut geklappt, aber ich will das Ganze ja auch noch per Sprache steuern können. Danke für den Lärm.
Mann, 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 dann dreht man einmal auf den Balkon und dann machen die so einen Lärm an der Baustelle am Wochenende. Naja, wir machen einfach mal hier weiter. Also, wir wollen das Ganze ja noch verbinden mit den Sprachassistenten hier von Amazon und von Google. Und das machen wir direkt aus der Smart Life App. Dort kann man nämlich hier die Kopplung schon starten. Wir sagen hier mal, für Alexa will ich das Ganze freigeben. Muss mich dann bei Amazon einmal damit anmelden. Das Ganze verknüpfen. Und kann dann sagen, zurückkehren. Und das Ganze machen wir nochmal für den Google Assistant. Link mit Google Assistant. Und wenn man die App noch nicht hat, die man dazu benötigt, wird man direkt verlinkt. Also hier auf dem iPhone habe ich die noch nicht drauf gehabt. Also lade ich mir flott nochmal die Google Home App runter. Und während Google noch lädt, starten wir hier mal die Amazon Alexa App. Gehen hier unten auf Geräte und dann hier auf Schalter. Und da finden wir schon unseren Smart Outdoor Plug mit Switch 1 und Switch 2. Da kann man die dann direkt ein- und ausschalten. Und ich kann die natürlich auch nochmal umbenennen. Ich nenne es einfach mal Mückenlicht. Fertig. So, das wäre dann soweit eingerichtet. Und dann schauen wir mal, wie weit Google ist. Ist auch runtergeladen, also kurz anmelden. Tja Leute, wie es aussieht, habe ich hier gute und schlechte Nachrichten. Ich bekomme das Teil nicht mit meinem Google Assistant hier verknüpft. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe es jetzt schon zigmal versucht, verschiedenste Sachen. Alles ist hier in einem Raum, alles in der Nähe des Google Assistant und eingeschaltet und. Ich habe alles befolgt, aber es will einfach nicht funktionieren. Schade. Das ist die negative Nachricht. Die positive Nachricht ist, ja, die Dame hier, die kennt den Stecker, denn ich kann hier jetzt sagen, Alexa, Mückenlicht aus. Okay. Und hier kommt der Gegenbeweis, da habe ich mein Mückenlicht, ganz da hinten steckt der Stecker. Alexa, Mückenlicht an. Okay. Also ihr seht, das Ganze hat funktioniert. Die Einrichtung hier mit Amazon und mit dem Amazon Alexa Assistenten, die war einfach wesentlich leichter. Vielleicht bekomme ich das andere auch noch hin, aber für den Moment habe ich es aufgegeben. Alexa, Mückenlicht aus. Okay. Tja, also kommen wir zum Fazit. 2 von 3 Punkten erfolgreich abgeschlossen. Nur die Einrichtung mit dem Google Assistant hat nicht geklappt. Mit Alexa hat wunderbar funktioniert. Auch mit der App, das war ein Kinderspiel, hat auch bestens geklappt. Und sie reagiert auch gut. Also wer noch was sucht für draußen, denkt dran, nicht in den Pool werfen, nicht dauerhaft unter Wasser setzen. Aber gegen Spritzwasser ist die hier geschützt. Der kann das gerne mal ausprobieren. Ich verlinke euch hier die Maxkio Outdoor Steckdose hier unten. In meiner Videobeschreibung unter dem Video, da geht es direkt zu Amazon und da kann man sich das Teil kaufen. So rein von der Haptik her und der Verarbeitung macht das Ding auch einen guten und robusten Eindruck. Also ich bin hier durchaus angetan und das ist dann eben mal die etwas andere smarte Steckdose. Für den Innenbereich haben wir schon so viele getestet, da dachte ich, ist das für den Außenbereich bestimmt auch mal interessant. Gerade jetzt, wo es auf den Sommer zugeht und die Gartensaison ist eröffnet, dann kann auch der Garten etwas smarter werden. So, das wäre es gewesen, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!